Mahlzeit herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und nach langer Zeit ist es wieder soweit, es gibt ein neues Battle of Rides. Ich weiß, dass viele es von euch die ganze Zeit unbedingt wieder haben wollten, dieses Format. Ich bin aber kein großer Freund davon, Sachen miteinander zu vergleichen. Aber ab und an gibt es Bahnen, wo man schon mal die Parallelen nebeneinander aufzeigen kann und schon sagen kann, welche Bahn einen ein wenig besser gefällt. Aber wenn ihr die anderen Battle of Rides Videos kennt, wisst ihr auch, dass am Ende rauskommt, dass eh beide Bahnen Spaß machen. Aber ähm, gerade dieses Battle, was jetzt am Start ist, ist ja irgendwie so das, wo auch immer wieder viele nachgefragt haben, weil es da irgendwie. Ja, das sind auch einfach die beiden höchsten Achterbahnen der Welt. Und das seit einigen Jahren. Also einer davon. Ist schon 15 Jahre alt, wird bald 16 Jahre alt und ist seit 16 Jahren die zweithöchste Achterbahn der Welt, beziehungsweise seit 14 Jahren die zweithöchste Achterbahn der Welt und war zwei äh, Jahre davor die höchste Achterbahn der Welt. Und nach dem Pre-Intro und dem Titel wisst ihr es ja eh schon, es geht um das Battle zwischen Top Thrill Dragster und King Dakar. Und diese beiden Bahnen könnten ähnlich eigentlich gar nicht sein. Von den Fakten her unterscheiden sie sich ein wenig. Nach den reinen Zahlen gesehen ist es eigentlich klar, wer da ähm, mehr raussticht. Aber es gibt da noch ein paar andere Sachen, die für mich mit reinspielen. Und das Ganze versuche ich euch jetzt mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ist halt ein bisschen anders als die normalen äh, Battle of Right Videos. Und das andere Ding ist auch noch, warum das Video jetzt hier Sinn macht, ist, dass Einzelreviews zu diesen beiden Bahnen eigentlich Quatsch wären. Aber andererseits, beide Bahnen selbst so relevant sind, dass es halt auch scheiße wäre, da nicht drüber zu sprechen. Und beide Bahnen sind von Interminen und beides sind Hydraulik-Launch-Coaster. Und Beide haben quasi mehr oder weniger dasselbe Layout und besitzen eigentlich nur ein Oval, was an einer Stelle hochgeklappt wurde. Wir haben aber auch nicht nur quasi Topful Dragster gegen King Dakar. Wir haben auch die beiden größten amerikanischen Freizeitparkketten gegeneinander. Auf der einen Seite halt damit Cedar Fair und auf der anderen Seite mit Six Flags. Und die beiden Bahnen stehen halt zum einem Topful Dragster in Cedar Point und King Dakar steht im Six Flags Great Adventure. Beide Bahnen sind wir, ich glaube, im Abstand von zwei Wochen ungefähr gefahren, also zu relativ gut zu vergleichen. Und Top Fred da wurde 2003 in Cedar Point eröffnet und dann ist Six Flags quasi so zu Intermin gegangen, und hat gesagt: Ey, das wollen wir auch, aber noch höher und hat dann 2005 King K eröffnet. Und der größte Unterschied zwischen den beiden Bahnen oder das Relevanteste ist wahrscheinlich die Höhe, wenn es um die beiden höchsten Achterbahnen der Welt geht. Und Topful Dragster ist 128 Meter hoch und Kingda K 139 Meter, also nochmal 11 Meterchen oben drauf gepackt. Wobei, wo dann also auf jeden Fall schon mal der Punkt für die Höhe an Kingda K geht, das Alter von zwei Jahren Unterschied ist absolut nicht relevant für dieses Battle meiner Meinung nach. Dann hat Topfeldrex seine Topgeschwindigkeit von 193,1 km/h und da K von 206 km/h. Den Unterschied merkst du bei der Fahrt sowieso gar nicht. Aber auch der Punkt ist dann natürlich für... Dakar, weil die Bahn halt auch noch schneller ist und ich glaube, die zweitschnellste Achterbahn der Welt auch damit ist und das schon seit 2005. Beschleunigen tun die beiden Bahnen ordentlich, macht mega Bock, ist einfach eben BAM, Impact, Pff wirklich super intensiv, weil es nicht nur eine sehr hohe Geschwindigkeit ist, die wir hier fahren, sondern auch eine sehr kurze Zeit, in der wir auf diese Geschwindigkeit kommen. Topford Dragster beschleunigt nämlich von 0 auf 193,1 kmh in sage und schreibe nur 4 Sekunden. Aber das krasse ist einfach, dass die von 0 auf 206 kmh bei King Dakar in 3,5 Sekunden, was halt einfach ja klar, eine halbe Sekunde, das merkt man. Ähm, wo der Punkt aber trotzdem auch, wenn es vier Sekunden wären, eine höhere Endgeschwindigkeit, der Punkt auch an King der gehen würde, bei den reinen Fakten in diesem Battle. Und da die Bahnen ja unterschiedlich hoch sind und dementsprechend auch äh, mehr Strecke haben, ist auch der... Punkt klar für King Dakar mit 950,4 Metern Streckenlänge, wobei dann halt Topf Dragster nur 853,4 Meter Strecke hat. Dann aber kommen wir zu einer Sache, wo der Punkt eigentlich an King Dakar gehen müsste, denn die Kapazität liegt hier bei 1400 Personen pro Stunde und bei Topful Dragster bei nur 1000 Personen pro Stunde. Aber jetzt kommt das Ding. King K. hat dafür theoretisch vier Züge und Top 4 Drexler sechs Züge, was erstmal so ein bisschen hä? ist. King K. besitzt oder besaß eine ja, Doppel-Doppelladestation. Heißt, es gab äh, vier Positionen in der Station, wo Züge stehen konnten zum B- und Entladen. Zwei zum B-Laden äh, nebeneinander und dahinter zwei zum Entladen der Züge. Und mit dem Switch-Track ist dann immer der Zug auf den launch gebracht worden. Hat scheinbar damals bestimmt super funktioniert. Pam, 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 kannst du Züge ohne Hände rausschießen. Das Ganze ist aber eingestellt worden und es ist, ist nur noch eine Ein- und Ausstiegposition vorhanden. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt da waren. Und dazu kommt auch noch das Problem, dass. Äh, das ist eigentlich kein Problem. Das ist es ja genial. Man hat an den Turm von King Dakar einfach mal drei Freifalltürme jetzt so im Nachhinein dran geschraubt, weil man es kann. Verdammt hohe Freifalltürme. Verdammt geil. Mit einem Riesenproblem. Wenn die Türme fahren, kann King Dakar nicht fahren. Das heißt, wenn die Türme hochfahren. Und fallen gelassen werden fährt kein zug mehr und sowas dauert bei so einem verdammt hohen Turm verdammt lange und ich weiß nicht ob das jetzt immer noch so ist aber es musste auch gewartet werden bis die catch-Cars wieder runtergefahren sind obwohl die gondeln vom Turm selbst ein Dach haben und in der Zeit, wo B und Entladen wird auch noch so ein Dach runterklappt über die gondeln dass es halt auch nichts von oben runterfallen kann. Aber während des Fallens des Turms darf dann halt auch nicht mit King AK gefahren werden. So steht dann auch mal gerne für fünf Minuten ein Zug auf dem Abschlussbereich, bevor es losgeht. Und dagegen ist halt bei Top 4 auch eine Doppelladestation und auch ein separater Ausstieg. Aber das halt nicht nebeneinander, sondern einfach alles hintereinander aufgereiht. Und äh, dementsprechend gehen da auch einige Züge durch und werden nach und nach abgeschossen. Geht für mich persönlich der Punkt auf jeden Fall dann an Top Thrill Dragster. So, das sind einfach so mal die harten Fakten. Und ich sage immer, Zahlen sind nicht alles. Das Entscheidende ist ja irgendwie trotzdem so das Fahrgefühl, das Erlebnis, das Gesamtpaket. Und einfach mal der Punkt da vom Thema und der Thematisierung ist King Dakar so sehr random: Dschungel Safari. Thema irgendwie, aber irgendwie auch gar nichts. So absolut gar nichts. Es ist einfach eine grüne, gigantische Achterbahn mit. Das ist einfach kein Thema. Es ist einfach kein knacker Es ist einfach verdammt schnell und verdammt hoch. Topfel Dragstars auch verdammt schnell und verdammt hoch. Hat aber, wie der Name schon sagt, das Thema Dragster. Ist dementsprechend auch Dragster-mäßig thematisiert. Also, amerikanisch minimalistisch thematisiert, aber die Züge sind halt auch Dragster. Früher waren hinten auch noch diese riesigen Dragster-Reifen dran mit einem ähm, Spoiler. War jetzt hinten bei uns nicht mehr an den Zügen. Aber die, der Frontwagen ist halt immer noch so thematisiert. Es steht auch ein richtiges Dragster-Auto neben der Station. Das Ganze ist wie ein Rennen gestaltet mit der Ampel und dem Startsand und allem drum und dran. Motorgeräusche, bevor es losgeht. Was voll geil ist, voll die Stimmung aufbaut, was wir selbst gefeiert haben, was halt total geil war, irgendwie die ganze Zeit dieses Arms down, Arms down, Arms down. Damit keiner die Arme oben hat, bevor gelauncht wird, kann man trotzdem schaffen. Dann hat man aber in der Front Row abends ganz viele Insekten hier auf den Seiten der Arme. Und das Thema ist einfach richtig cool umgesetzt, wie so eine Bahn, sehr passend meiner Meinung nach. Und Eindeutig ist da Top Dragster für mich vorne. Dann ist auch ein Thema, das Bügelsystem. Bei Top Dragster gibt es Lap Also man hat erst einen Gurt, der zugeschlossen werden muss, und dann gibt es einfach nur einen kleinen Lap Und das war's. Ein sehr offenes und sehr freies Fahrgefühl. Dagegen hat King Dakar Schulterbügel. Und zum Vergleich, was vielleicht die meisten von euch kennen dürften, es sind dann halt die gleichen Schulterbügel wie bei Desert Race im Heidepark. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Dieser Schulterbügel wird ja auch nochmal mit dem Gurt gesichert, aber es ist halt ein Lab. Ich bin ein Freund von den Schoßbügeln und äh, ich liebe das schön freies Gefühl, ohne viel Bügelage drumherum. Und deswegen auch eindeutig der Punkt für und Dragster, meiner Meinung nach auf der Seite. Auch das Fahrverhalten ist von und Dragster viel, 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 viel besser. Als von King Dakar. Also ist eigentlich super. Also vor allem für die Geschwindigkeiten fährt das Ding wirklich sehr, sehr gut. Und bei King Dakar ging es in der ersten Reihe absolut klar, aber schon im zweiten Wagen wurde es richtig shaky und die Bahn fährt sich sehr unruhig inzwischen. Ob das jetzt an der mangelnden Wartung, was so eine six gruppe hier und da mal macht, sei mal dahingestellt, woran es liegt, aber auf jeden Fall ist das Fahrverhalten bei Top Full Dragster auch. Top und auch da ist der Punkt meinerseits auf der Seite von Topf Dragster. Und zu guter Letzt, einfach das ist irgendwie für mich ein sehr wichtiger Punkt ist die ganze Stimmung und Atmosphäre von so einer Bahn, denn eine Bahn, die plus minus um die 200 km/h fährt und einfach die beiden höchsten Bahnen der Welt sind, ist halt keine Achterbahn für jedermann, ist keine Achterbahn, wo jeder unbedingt gerne einsteigen möchte. Und viele Leute sich das gerne von außen angucken wollen. Und das ist bei Top Drags da mega gegeben. Die erwähnten Motorgeräusche, die einfach schon mal sehr viel Stimme und Atmosphäre erzeugen. Dann halt die Ampeln dazu. Dann ist das Ganze direkt am Weg gelegen. Du stehst ja halt direkt am Lounge dran. So ein kleines Stück neben dem Lounge kannst du schon stehen. Der geht zwar dann ein Stück hoch und weg und man läuft auch unten drunter durch rein, aber. Ne, das ist schon mal am Start und es gibt sogar eine Tribüne, weil es ist ja auch ein Trackstar-Rennen. Und von dieser Tribüne aus kann man den Lounge vom Start an vorbeifahren bis nach oben sehr schön beobachten und das unterstreicht einerseits das Taming, andererseits ist das halt für die Leute, die nicht mitfahren, eine super Möglichkeit, sich das Ganze von außen anzugucken und es ist halt stimmung und atmosphärenmäßig meiner Meinung nach einfach genial und man kann sich diesen Lounge, dieses intensive Erlebnis in Ruhe angucken. Du siehst, wie die Leute nach hinten gepresst werden und überhaupt das ist echt geil. Wirklich richtig richtig cool. Bei King Dakar ist der Lounge im Busch. That's it. <laughs> das ist, beim Anstehen siehst du es ein bisschen durch die Blätter durch, wenn du anstehst, aber auch nicht wirklich. Und wenn man rauskommt, läuft man äh, wegen diesem Doppel-Vierfach-Ladestation-Kram über eine Brücke oberhalb des Lounges lang. Und wenn man dann da stehen bleibt, was man nicht machen soll, weil man muss ja den Ausgang verlassen, dann kann man sich den Lounge angucken. Sonst nicht. Und dann auch nur von hinten. Sieht auch geil aus, ist auch mal was ganz anderes, aber nicht von der Seite, nicht von vorne, von nirgendwo. Und Kingda Ka fährt ja ins Nirvana. Kingda ist ja schon am Parkrand und fährt da noch raus und fährt ins nichts. Weg. Und das war's. Das ist so schade, weil das ist einfach dieser Lounge bei so einer Bahn ist einfach so ein Erlebnis für jedermann, ob man fährt oder nicht fährt und das ist komplett verschenktes Potenzial. So. Das sind eigentlich alle Sachen oder alle Punkte, die mir jetzt spontan einfallen zu diesen beiden Bahnen, um die irgendwie miteinander battlen zu lassen. Und nach Punkten würde es jetzt für Top 4 Dragster 5 zu 4 stehen. Und auch allgemein ist für mich persönlich Top Dragster um Längen besser und viel, viel, viel geiler als King Dakar. Auch wenn die Bahn von den Zahlen her ein kleiner und unspektakulärer zu sein scheint, ist die Bahn im Gesamten für mich wirklich viel, viel besser und eine super tolle Bahn, die ich echt gut finde. Und... Ähm ja, wie ihr das Ganze seht, könnt ihr gerne hier oben in der Abstimmung. Ist die da oder ist die da? In der Abstimmung abstimmen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Werden wir dann in einem der nächsten Videos vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was ihr da gewotet habt, welche Band für euch besser ist. Und ansonsten war es das mit meinem ja, kleinen Battle of Rides zwischen Topfeld, und King Dakar. Und wenn ihr mehr über zum Beispiel Cedar Point erfahren wollt, guckt euch gerne im Parkcheck zu Cedar Point an. Da stellen wir den kompletten Park mit allen Attraktionen vor. Und äh, gerne guckt auch im ähm, California Screaming for More Video rein, in dem nämlich äh, die letzte Westküsten-USA-Tour zusammengefasst wurde in einem Aftermovie. Was ich echt cool finde. Yeah, weil wir echt eine sehr schöne Zeit hatten. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Ihr seid die Coolsten. Euer Bro, für das Red Review Magazin. Peace. <laughs>